Hey liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mit meinem Lieblingsschützen, Violet. Den habe ich irgendwie wieder lieb geworden. Ich spiele sie extrem oft in letzter Zeit, weil sie einfach super, super stark ist. Es hat sich nichts geändert. Seit dieses Spiel draußen ist, Violet immer ein Top-Pick. Und diesmal wieder zwei Gameplays. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Jetzt viel, viel Spaß mit dem Gameplay. Lilou ist Platz 1, ja. Grizzly ist Platz 2. Okay, Darkbreaker lässt Shoko nicht in die Mitte, das heißt, wir haben jetzt den Rest auf der Sidelane. Nice, nice. Oh, der ging daneben. Neun Pyra-Skin habe ich noch nicht gesehen. Pyra-Main. Sehr schön, fürs Blatt geholt. Dann habe ich jetzt hier kurz mal noch die Wave mit rauspushen. Ich muss eher als Violet jedes Gold nehmen, was ich kriegen kann. Boah, der ist nicht RIP. Krass, hat nicht getroffen. Eknor, vielen, vielen Dank für den Follow. Das hat nicht getroffen, die Uli. Das war aber ganz schön knapp dann. Ich habe noch ein bisschen den Red Buff. Das heißt, ich gehe kurz mal in die Mitte. Okay. Ich wollte gerade sagen, gehe kurz mal in die Mitte und versuche da, die kriegst sie zu poken, aber da war sie schon tot. Mögen sich Shock und DB, ja. Ich glaube, es sind jetzt nicht die besten Freunde so. Aber ich denke, die sind neutral gegenüber eingestellt. Weiß ich nicht. Muss am besten Shoko fragen. Streamt ja auch öfter. Oder fragst Darkbreak und einem von seinen Videos oder so. Hallo, meine Witz. Ihr seht mal, was für einen heftigen Mana-Verbrauch Violet hat, ja. Nicht mal mit dem Blue Buff schaffe ich es irgendwie Mana zu generieren. So, der sollte fallen. Ja, sehr, sehr schön. Hier noch schnell aufgeräumt. Nur mal nebenbei schön Jungle nehmen. So ein, zwei Creeps. Greedy. Scud kommt. Scud kommt. Ich geh weg. Haben Tungi. Okay, das macht ihr schon. Nämlich nicht mal so viel Mana.
Acquiring target. Enemy double kill. Tu nur Liliana. Liliana, by the way. Toolen kannst du fast vergessen mittlerweile. Wird von jedem outpoked. Ups. Sehr, sehr nice. Ja, ich schau immer mal durch, Mighty Witz. In die ganzen Viewerlisten etc. Oh, ich habe so erschreckt. Mein lieber Julius, schon wieder vielen, vielen Dank für deine 1-Euro-Spende erneut plus Überweisungskosten. Danke, danke. Und du schreibst dazu Pipi gleich Schoko Report. Alles klar. Danke für diese sehr, sehr... Moment. Lass mal den töten. Danke, danke für diese philosophische Nachricht. Vielen, vielen Dank auch für deine Spende. Ich bin der beste Toolen-Cover. Ne, das ist der chinesische Toolen. Der aus dem chinesischen AWC-Team. Oh, fast One-Shot. Vielen, vielen Dank. Julius hat zu viel Geld. Er spendet jeden Tag immer ein paar Euro. Richtig, richtig nice. Vielen, vielen Dank. Ich muss noch kurz meinen Blue Buff holen. Ja, aber Winrate ist halt... Macht nicht so viel. Den möchte ich haben. Oh, wieso hast du den da rausgezogen? Ich werde den auch nicht gerne tun. Jetzt muss ich mach kurz mal die Spinne. Weil Shulk hat den Drachen rausgezogen, da muss ich jetzt eh warten. Okay, jetzt kommen die Gegner, jetzt kann ich ihn nicht mehr tun. Sehr schön. Ich glaube, der Gegner Red ist gerade abgekommen, aber ich gehe jetzt erstmal Mitte den Tower wegmachen. Nehmen die Minions mit. Ah, den haben wir noch. Den Tower weg. Die noch schnell gesniped. Und dann noch bekommen. Oh. Sollte auch. Auch tot. Und das war das Game. GG. Ziemlich clean. Das war gut. Win. 30% Damage, sehr, sehr gut als AD Carry. 14% Damage gedealt. Genommen. Auch ganz nice. Nehmen wir sie mit. Da den Daumen. Vielen Dank fürs Ding, aber ich kann dich nicht mehr einsammeln. What's the Jungle? Wir werden den Jungle watchen, Leute.
me take the shot. Spielt zu viel? Ja. Sehr viel. Ich bin da reingetammelt, damit ich einen Blue Buff krieg, by the way. Die hatten ja keinen Schaden mehr. Maloch hatte ja seinen Cleave raus und ich konnte da dann gut reingehen. Ah, sowas ist immer echt gefährlich, ey. Selbes Bild, bis auf Schuhe und Major Kanner. Ja, okay. Schuhe kannst du echt variieren, ne? Musst immer schauen. Je nach Game nimmst du andere Schuhe. Ich glaube, Schuhe sind so das Item, was du wirklich am meisten variierst in diesem Spiel. Ist immer schön. Was passiert immer, wenn niemand auf den Jungle aufpasst von einem? Nice, nice. Das heißt, dieses Game wird viel gefarmt. Das wird ein ziemliches Farm-Game. Ich habe erst den hier getötet, ne? Und dann die Spinne. Gerade nicht sicher. Vielen Dank für den Follow. Danke, danke. Also. Also bitte, Leute, wenn ihr irgendwie spielt, passt unbedingt auf euren Jungle auf, ja? Für das Blood Advantage. Ja, aber das ist nicht so viel wert wie Level 4 Jungle, weil jetzt, wenn sie gut wären, hätten sie jetzt schon lange den Drake genommen, etc. Ja. Weil ich kann jetzt nicht zum Drake, weil ich erstmal meine Route wieder farmen muss. Beziehungsweise auch nicht ganken und so weiter. Das ist sogar dann sogar mehr wert, wenn du den Jungle zurückwirfst. Kann ich hier so ein bisschen Druck auf den Tower machen. Ich will den Tower gar nicht töten, ich mache einfach so viel Schaden, wie es geht. Ist nämlich nur eine Alice, die hier verteidigt. Ein bisschen Tower-Schaden könnte man mitnehmen. Vor allem mit Vio macht er durch die Rolle, schaut mal. So viel Schaden. Ich hole mir die Teil-Items, weil das Teil-Item viel, viel besser ist im Early Game. Nee, das ist nämlich der Fehler. Mr. Stabby ist viel, viel schlechter, weil ihr erstmal keine Camps habt zum Hochfarmen. Und ihr habt 45 Attack Damage auf dem Teil-Item. Was halt für den ersten Fights viel, viel besser ist als nicht gestacktes Jungle-Item. Violet auf Crit spielen. Attack Speed nicht unbedingt. Ja, Crit. Wenn du nämlich deine erste Jungle-Route durch hast, ja, das heißt, du bist da unten angekommen, dann hast du 500 Gold zusammen und kannst dir das Jungle-Item kaufen, dann hast du keine Creeps mehr übrig im Jungle, wo du hier diese Stacks hochfarmen kannst. Und dementsprechend hast du 500 Gold für den ersten Fight nicht komplett gewastet. Da muss man nur ein bisschen drüber nachdenken. I speak English, yes. Und wie gesagt, ich farm jetzt diese Runde echt viel. Early Game Ganks mit Violet sind eh nicht so strong. Dass du jetzt noch machen musst. Solange ich Bock habe, so okay, ich weiß es nicht genau. Kann ich nichts sagen. Noch eine Weile. Ist heute nicht so warm, da war jemand drin.
Oh, wir haben gar keinen Tower mehr. Fällt mir gerade auf. Why do people sell their jungle item at the end of the game? Some jungle items are not better than than other items. I can show you an example. If you have Soul Reaver, this item, and it's late game, you can sell it for Fenrir's Tooth because it gives you more attack damage. It's just a better item. Or if you have the bow. Wait, I have to kill the dragon first. Well, if you have this item here, Scorching Wind, you can sell it for example, for this item. For Fafnir's, because it's just better. But in early game, the jungle items are better. And I have a freeze. Sorry. Sorry, guys. Here we go. I just did the dragon and after that went through my jungle, so you didn't miss anything. Ah ja, ich kann ja Deutsch reden. Ihr habt nichts verpasst, keine Sorge. No problem. The only jungle item I would never sell actually is the tank item. Because most of the time you're playing double burn and it's worth it to keep it. So, ich habe jetzt schon ganz schön gut gefarmt hier. Jetzt habe ich halt echt sehr, sehr guten Farm. Und ihr seht, mit einem Item, ich mache schon, wenn ich kritte, es tut schon richtig weh. Ich mache auch ohne Minions, mache ich jetzt am Tower 400 Schaden, 500 Schaden. Und so viel Leben hat so ein Tower nicht, ja. Den kann ich einfach ohne Creeps einfach wegdrücken. Ist halt richtig gut. Das war's mit dem Middle-Dane Tower. Ja, ich müsste eigentlich jetzt auf die Top gehen. Aber da komme ich eh nicht mehr rechtzeitig hin. Das ist nämlich Valheim und Syl. Sobald die da dran stehen, ist der Tower weg. Wo geht denn der Buff hin? Nachbarn machen Party. Ich weiß nicht, hört ihr das? Hallo Robin. Hallo. Und bevor ich jetzt da auf die Top gerannt bin, habe ich lieber mal den Gegner jungeln. Den Buff weggenommen. Dadurch war nämlich der Syl geforst, in meinen Jungle zu gehen. Da ist er nämlich. Und stirbt deswegen. Das heißt, im Endeffekt habe ich jetzt sogar noch einen Kill geholt. Lange Sicht. Vielen Dank für den Follow. Danke, danke. Roxy so stark wie Zuko oder Scud stärker. Vom Power Level auf jeden Fall stärker als die beiden Helden. Ich benutze Crit Damage, ehrlich gesagt. Guerilla und Crit Damage benutze ich. 36% Crit Damage. Violet kannst mit Frostcape spielen, brauchst aber nicht. Du stehst eh immer so weit hinten, dass eigentlich kaum ein Gegner irgendwie nicht rankommt. Da brauchst du nicht unbedingt das Item. Hier, Frostcap. Nee, Jugendlicht, denke ich. Ich habe gesehen, wie doof das vorhin bei Soulja Boy war im Stream. Und da habe ich gedacht, nee, brauchst du irgendwie nicht, hast du keinen Bock drauf. Friggy, thanks a lot for your host. Vielen Dank für deinen Host, Friggy. Gut aufgeräumt. Ist das dein YouTube-Bild? Was meinst du? Ja, das ist das Bild, was ich auf YouTube habe, ja. Diese Runde einfach nur gefarmt. Sobald ihr drei Items habt mit Violet, ist over, ne? Kann man eigentlich gar nichts mehr gegen euch machen.
GG. Wirklich, farmt euch hoch. Wenn ihr Early Game irgendwie zurückfällt als Violet, wirklich nur noch farm, 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 farm. Dann habt ihr zwei, drei Items und dann macht ihr jeden Tower alle Leute einfach easy going weg. Fast 100 Sterne. Ein Game noch. GG. Ganz gutes Game. GG, GG, GG.